Wendezeit. Es ist eigentlich so, dass sich ständig alles wendet. Es ist alles in Bewegung, es ist alles in Veränderung. Und das ganze gesellschaftliche Leben, das sich in den letzten Jahren doch sehr deutlich in neue Bahnen entwickelt, macht auch nicht Halt vor der Medizin. Wendezeit der Medizin heißt, dass die Menschen mit einem neuen Bewusstsein zu leben beginnen, dass ein neues Bewusstsein der Motor ist für ein neues Denken, für ein neues Handeln und auch für eine neue Heilkunde. Wendezeit der Medizin heißt, dass es nicht mehr so wie in früheren Zeiten es hier die Autorität Angst gibt und da den Patienten, der sich nicht auskennt, sondern der Mensch wird mehr und mehr auf seine Selbstverantwortung gebracht. Der heutige Mensch möchte erstens sich selber auskennen, worum es geht, und zweitens selbstverantwortlich die Fragen von Gesundheit und Krankheit in die Hand nehmen. Warum setzen wir die Gesundheit der Seele vor dem Körper? Es ist sehr einfach, denn der Körper von sich aus ist eigentlich zu keinem Leben fähig, sondern dass der Körper lebt, ist, weil es ein energetisches Prinzip gibt, das den Körper belebt. In der Anthroposophie oder auch in der Theosophie spricht man manchmal von, in einer aufgeklärten oder wissenschaftlichen Esoterik spricht man von Ätherkörper, Ätherleib. Dieses energetische Geschehen belebt den stofflichen Körper. Und dieses energetische Geschehen seinerseits wird durch das Seelenleben, durch die Seele lebendig erhalten und dynamisiert. Alle Energien kommen letztendlich von einem Bewusstseinsprinzip her, und deswegen kann man sagen, dass die Seele, die Gesundheit der Seele ausschlaggebend dafür ist, dass unser Körper gesund oder krank ist. Seit Jahrzehnten gibt es die Spezialdisziplin Psychosomatik in der Medizin, die ständig diese Zusammenhänge erforschen will und das Bewusstsein darauf richtet, wie eng Seele und Körper verknüpft sind. Nun ist es so, und wir machen ja alle die Erfahrung, dass starke seelische Regungen, sei es jetzt die Regung der Freude, sei es ein Zorn, ein Ärger, sich über kürzer oder länger im Körper mitteilt und durch den Körper mitteilt. Und wenn wir unser Leben in einem ununterbrochenen Stress, ununterbrochener Hektik, wenn wir unzufrieden sind, unglücklich sind, dann wird auch unser ganzer ätherisches Geschehen, also unser energetisches Geschehen, dementsprechend reagieren, und über kürzer oder länger wird auch der Körper krank werden. Das heißt, die Heilung des Körpers ist nicht möglich. Es gibt kein Körper, der von sich aus heil sein könnte oder von sich aus lebt. Der Körper selbst ist engst verbunden mit den ganzen feinstofflichen, also mit dem energetischen Geschehen. Ein freudiges Gemüt, eine Lebensaufgabe, Lebensaufgaben, die uns innerlich klar sind. Wenn wir Mut haben, uns selbst zu leben, so werden wir im Allgemeinen auch entsprechende Körper haben, die, solange es möglich ist, funktionieren. Der Körper, also das, was wir als sehen, womit wir uns begegnen, man könnte sagen, das Gewand der Seele, das wird natürlich über kürzer oder länger abgelegt werden müssen, das ist keine Frage. Aber ein funktionell gesundes Leben wird möglich sein, wenn die Seele in ihrem Grund ruht und gesund ist. Paracelsus hat vor 500 Jahren gelebt, vor 500 Jahren gewirkt, in Europa gewirkt. Paracelsus war die treibende Kraft der sogenannten nördlichen Renaissance. Und Paracelsus war ein Wegbereiter des autonomen Menschen. Bei Paracelsus hören wir ganz wesentliche Axiome, ganz wesentliche Leitsätze. Und einer dieser Leitsätze heißt: Der Patient sei sein Arzt und der Arzt dessen Helfer.
Ich darf diesen Satz wiederholen. Der Patient sei sein Arzt und der Arzt dessen Helfer. Wenn in mir das Bewusstsein lebendig wird, dass niemand anderer für mich verantwortlich ist, außer ich selbst, dann verstehe ich auch, dann muss ich verstehen, dass es Heilung nur geben kann, Gesundheit nur geben kann, wenn ich in Eigenverantwortung mitarbeite. Ohne eigene Verantwortung, ohne Selbsterkenntnis, ohne Selbstverantwortung ist die Heilung, die Selbstheilung nicht möglich. Und deswegen ist es so wesentlich, dass in der heutigen Zeit, in diesem Zeitalter der Information, in dem Zeitalter, wo alles miteinander verknüpft, vernetzt ist, wo wir alle die Möglichkeit haben, die Dinge gut zu erfahren, zu verstehen. Es ist notwendig, dass wir die Ursachen und die Gründe unserer Erkrankungen beispielsweise vor uns sehen, verstehen. Nur dann, wenn wir die Dinge verstehen, werden wir sie auch loswerden können. Auch dann wird es möglich sein, dass Krankheit sich in Gesundheit verwandelt. Paracelsus hat mal den Satz gesagt, wenn ein Arzt dir nicht die Ursache deiner Erkrankung sagen kann, steh auf und geh. Und diese Ursachenforschung ist das Eigentliche um uns auf, dass wir zusammen, Klient, Mensch, Fragesteller, mit dem Arzt, der diese Dinge versteht, im Sinne eines Paracelsus, dass wir gemeinsam die Fragen, die Fragestellungen, gemeinsam die Ursachen erarbeitet, die zu diesen oder jenen Beschwerden führen. Das ist eigentlich etwas sehr Einfaches, denn alles das, was wir an Symptomen in unserem Körper empfinden und spüren, ist nichts anderes als ein Lösungsprozess beziehungsweise ein Ruf an unser Bewusstsein, ein Ruf an, sagen wir ruhig, an unsere Seele. Auch von Paracelsus kommt der berühmte Satz, der Schnupfen ist eigentlich nichts anderes als eine Ausscheidung des Gehirnes. Die Ausscheidung des Gehirnes wird bei uns allen sehr notwendig, damit wir unsere ganzen Kompliziertheiten, unsere komplizierten Denk- und Lebensmuster immer und immer wieder hinterfragen. Und alles das, was rinnt, alles das, wo etwas im Fluss ist, ist eigentlich nichts anderes als ein heilsamer Prozess. Das heißt, das Wort Katar steht im Zentrum von allen Symptomen des Körpers, wenn es gut ist. Und das Wort Katar bedeutet nichts anderes als Reinigung. Katar, Katarsis aus dem Griechischen, wörtlich herausfließen dessen, was nicht mehr hereingehört. Und diese Zusammenhänge zu begreifen, diese Zusammenhänge vor sich zu sehen, hat eigentlich Paracelsus, man könnte ruhig sagen, für unser ganzes Zeitalter, in dem wir jetzt leben, eröffnet. Nur müssen wir auch diesen Paracelsus nicht dogmatisch verstehen, sondern wir müssen das Essentielle verstehen und dann werden wir auch dem ganzen paracelsischen Gedanken gut gerecht werden können. Ein wesentlicher Punkt, vielleicht abschließend zu dem Paracelsus, ein wesentliches Axiom, das war sein Lebensmotto, ist auch, der eines anderen sei nicht, wer er selbst sein kann. Auf Lateinisch alterius non sit qui sus esse potest. Das heißt, wir müssen schauen, wir müssen lernen, wir müssen unser Leben danach richten, damit wir tatsächlich wir selbst sein können und nicht eines anderen sind. Denn immer dann, wenn durch uns andere Ideen, andere Kompliziertheiten, andere kollektive Muster zu leben beginnen, sind wir nicht wir selbst. Also könnte man ruhig sagen, unsere Lebensaufgabe ist, dass wir wir selbst werden. Und die nächste Frage ist, was ist das Selbst des Menschen? Das Selbst des Menschen ist nicht nur die Persönlichkeit, so wie wir sie kennen, sondern ganz besonders ist das Selbst, das Seelenselbst, das wahre Selbst, der ursprünglich göttliche Kern, der uns alle belebt. Vielleicht kann man mit dieser Selbstverantwortung
die können wir ganz zentral in das Leben des heutigen, modernen, aufgeklärten Menschen stellen. Ja, wir müssen sie zentral in das Leben stellen. Selbstverantwortung ist nur möglich durch Kenntnis, durch Selbsterkenntnis und durch Kenntnis. Und zwar Kenntnis bedeutet nicht irgendwelche wissenschaftlichen Theorien und irgendwelche komplizierten, abstrakten Dinge, sondern Kenntnis im Sinne einer philosophischen, aber auch ganz praktischen Naturerkenntnis. Und dann in weiterer Folge auch, wer ist der Mensch eigentlich? Was machst du auf diesem Planeten, Mensch? Wozu gibt es dich? Diese Fragen der Selbsterkenntnis und Kenntnis führen zu der Notwendigkeit der Selbstverantwortung. Die Selbstverantwortung seinerseits, die Selbstverantwortung ihrerseits, ist dann der Schritt, die Türe zur Selbstheilung. Und es gibt keine andere Heilung als Selbstheilung. Das heißt, von außen gibt es nur Möglichkeiten, damit die ganzen Lebensvorgänge in irgendeiner Form wieder normal funktionieren können. Ein Chirurg stellt von mir aus ein gebrochenes Bein ruhig, aber die Heilung geschieht dann selbst. Das heißt Selbstheilung. Wir dürfen diese drei Schritte noch einmal zusammenfassend wiederholen. Es geht um Kenntnis und Selbsterkenntnis. Es geht um Selbstverantwortung. Und diese beiden, Kenntnis, Selbstverantwortung, schließen die Türe auf zur Selbstheilung. Und die Selbstheilung ist eine Folge, dass wir keine Angst mehr haben, zu haben brauchen vor Krankheiten, vor Symptomen und so weiter, weil wir Krankheiten nicht mehr als Krankheit verstehen, wo wir immer schon einen Widerstand empfinden, wenn wir schon das Wort Krankheit hören, sondern die Symptome des Körpers sind immer Lösungsprozesse. Wenn wir diesen Lösungsprozessen einen Widerstand entgegenstellen, dann wird es kompliziert, dann kommt es zu in weiterer Folge auch zu chronischen Erkrankungen und so weiter. Also der Lösungsprozess ist immer das Wesentliche. Tantarei, alles fließt. Und wieder das Wort Kata, Katarein, herausfließen, fließen. So wie wir in einer ständigen Wandlung sein sollten, wenn es gut ist, von unserem ganzen Wesen, so ist es auch notwendig, dass diese Wandlung in unserem Körper stattfindet. Und dazu hat uns der alte Paracelsus vor 500 Jahren ein sehr schönes Werkzeug hinterlassen oder gegeben, wenn wir es nicht dogmatisch verstehen wollen.